Leschiak. Und Tor! 1:0! 1:0 für den SV Ried und der Torschütze ist Leschiak. In der 31. Minute entsprechende Begeisterung bei den etwa 1500 Fans aus Ried. Ivsic heute wieder mit dabei und zwar von Beginn an Leschiak. Und Tor! Erwin Dampfhofer macht endlich wieder einen Treffer. Ein wunderschönes Tor übrigens, sein sechstes für die Rieder. Noch einmal diese Direktabnahme. 89. Minute und 1:0 für den SV Ried durch den eingewechselten Eder. Ein Bombentor, vielleicht sogar das Tor der Runde. Der SV Ried gewinnt gegen den LASK mit 1:0 durch dieses Tor von Eder in der 89. Minute. Das dürfte den Weiterverbleib in der ersten Division bedeuten. Die Inviertler haben ja damit gerechnet, dass sie weiter verbleiben, haben vor dem Spiel die Option auf den Star des Vereins, auf Andrzej Leschiak, wahrgenommen. Die Inviertler machen viel Druck, haben eigentlich drei Stürmer heute aufgeboten. Neben Dampfhofer und Walter auch Maas, dann Stalicevic und Tor! 12. Minute, ein Prachttor mit dem linken Fuß. Durch Stalisajewicz, hier haben wir ihn mit der Nummer 8. 12. Minute also, 1:0 für die Inviertler. Noch einmal Vorarbeit Waldhör. Und dann kommt Stalisajewicz, nimmt genau Maß. 10. Minute, Elfer für Ried. Und 1:0, der Außenseiter, der David führt. Sucht eine Ecke und kommt mit der Hand nicht mehr rüber. Stalisajewicz, Brunmeier. Straffler, Tor! Tor! Gary Straffler! 20. Minute, Tor für Ried! Das erste Europacup-Tor dieser Mannschaft in der 86-jährigen Vereinsgeschichte. Ein richtiger Freistoßtrick, sofort weiterverlängert von Stalisajewicz, Brunmeier Flanke. Und das ist Gary Straffner, wie er leibt und lebt. Noch einmal, war wunderschön. Kopfballduell gegen Sekeres gewonnen. Und da hat Babosch keine Chance. Gehen wir, meine Herren. Glasner, Stalisajewicz. Glasner und Tor! Tor! Ausgleich zum 1:1. Sliwowski, der Torschütze. Noch einmal diese Aktion. Glasner, Stalisajewicz mit der Ferse. Glasner überlässt dann noch einmal mit der Ferse. Und dann Sliwowski. Und weißt du, schön war, gleich noch einmal. Einmal Ferse. Von Stalisevic. Zweimal Ferse von Glasner. Also ein Traumtor, würde ich sagen. 1:1 durch Sliwowski. Weiterhin unverändert das Bild. Die Tiroler können einfach nicht zu ihrem Spiel finden. Hudurovic. Das ist Straffner. Erster Haken. Zweiter Haken. Wunderschön gemacht. Dritter Haken. Und Tor. Herrliches Tor von Gary Straffner in der 64. Minute. Seit dem 5. November des Vorjahres hat er nicht mehr getroffen. Also fast genau 5 Monate. Und dann ein Wundertor. Herrlich gemacht. Aussteigen lassen Köck und auch Kogler. Und jetzt dann noch Tscherchesow. Es ist so schön zum Zuschauen. Wunderbar gemacht von Gary Straffner. Und da ist ihm all der Frust, den er in den letzten Wochen gehabt hatte, von der Seele gegangen, mehr oder weniger. Leichte Vorteile für den SV Ried. Kampfkräftiges Spiel. So richtig nach dem Geschmack der Zuschauer. Und dann das 1:0 für den SV Ried. Was für ein Tor von Markus Hieden. Genau im Kreuzig. Oder wie man in der Fußballersprache sagt, im Kabinett. Thank you.
1:1, Torschützenführung SV. Los, Kunde, die thank you.
Casanova. Hatic. Und der passt ganz genau. 114. Minute. 2:1 für Ried. Was für ein Hammer von Anil Hatic. Ja, gibt's denn das? Schön ausgespielt und dann aus 20 Metern ein unglaublicher Kracher unter die Latte. Da hat Helge Payer keine Chance, da gibt es nichts zu halten. Der kommt zu scharf, zu platziert, zu wuchtig. Und damit jetzt Rapid 1-2 hinten, ein Mann weniger. Und damit unmittelbar vor dem Aus.